Weihnachtsmarschiererinnen und Ostermarschierer und wir sind an unserer zweiten Station angekommen, eben gerade als wir am Opel-Sender vorbeigelaufen sind, im internationalen Handelszentrum RWE, RWE AG, der größte deutsche Energieerzeuger, den es gibt und einer derjenigen, der in der Atomenergie ist. Jetzt werden wir von den Naturfreunden dazu einen kurzen Redebeitrag hören. Danke. Liebe Teilnehmerinnen am Ostermarsch, hier in der Friedrichstraße 95 ist die Hauptstadt Repräsentanz der RWE, der Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerk AG. Der Konzern ist in der Stromerzeugung, im Energiehandel, Transport und im Vertrieb von Strom und Gas tätig. Er versorgt mehr als 16 Millionen Kunden mit Strom und rund 8 Millionen Kunden mit Gas. Im Geschäftsjahr 2009 erwirtschaftete RWE einen Umsatz von rund 48 Milliarden Euro. RWE ist der führende Stromerzeuger in Deutschland, die Nummer 2 in den Niederlanden und die Nummer 3 in Großbritannien. Der Konzern baut seinen Einfluss massiv in Südosteuropa aus. Mit RWE-DEA ist der Konzern in Europa, Nordafrika und der Kaspischen Region aktiv im Öl- und Gasgeschäft unterwegs. Unter anderem beteiligt er sich an der Erschließung von Ölfeldern in Libyen. RWE Supply and Trading ist einer der größten Energiehändler Europas. In der Bilanz von RWE ist ein Grundkapital von 1,4 Milliarden Euro ausgewiesen. Städte und Gemeinden halten ca. 16% des Aktienkapitals des Atomkonzerns. Beteiligt sind die Ruhrgebietsstädte Bochum, Bottrop, Dortmund, Dorsten, Duisburg, Ennepe-Ruhr-Kreis, Essen, Gelsenkirchen, Gladbeck, Hamm, Herne, Lünen, Mülheim, Oberhausen, Recklinghausen und Witten. Die Ruhrstädte beziehen ihre Stromlieferung zu einem Großteil von RWE, dem zweitgrößten AKW-Betreiber in Deutschland. RWE betreibt 5 von 17 Atomreaktoren bundesweit. RWE ist an 3 Atomkraftwerkstandorten beteiligt: Biblis, Emsland und Hochremmingen. Die beiden Blöcke in Biblis wurden 1974 und 1976 in Betrieb genommen und haben zusammen eine Leistung von 2400 Megawatt. Am Standort Zwischenlager Biblis können 135 Kastoren gelagert werden. Das Atomkraftwerk in Emsland bei Lingen ging 1988 in Betrieb und hat einen 1400 Megawatt Block. Seit Dezember 2002 wurde auf dem Gelände ein Standort Zwischenlager mit einer Lagerkapazität von 825 Kastoren in Betrieb genommen. Die beiden Blöcke des Atomkraftwerks in Lingen sind Technologie. Abschalten!
Nee, YouTube. Aber es ist besser als Fernsehen. Das ist unzensiert, das Wissen. Wir haben es erfunden! Wir haben es erfunden! Wir haben für 3 Euro. Die Kriegsaktion. Haben wir jetzt irgendwie besser oder? Das ist ruhig.